Stefan Küsters, danke, dass du hier bist bei uns. Ja, es ist quasi der letzte volle Tag des Trainingslagers. Kann man sagen, die Zielsetzung ist erreicht? Ja, ich denke, Zielsetzung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir haben ein erfolgreiches Trainingslager gehabt. Die Bedingungen waren top und ich denke, ja, ich hoffe oder hoffe, dass wir heute noch ein vernünftiges Spiel haben, ein gutes Spiel haben mit. Ja, jeder verletzungsfrei bleibt, das ist, denke ich, am allerwichtigsten. Wir sind gut aus dem Trainingslager rausgekommen, hat sich keiner irgendwelche Blessuren zugetragen, nur leichte. Und von daher, denke ich, können wir rundum zufrieden sein. So ein Trainingslager immer ganz wichtig für die weitere Teambildung. Jetzt haben wir das Glück, dass unsere Mannschaft sowieso schon sich als Familie versteht. Sind jetzt alle noch stärker zusammengewachsen? Ja, das ist ja immer im Trainingslager. Das ist nochmal so ein i-Tüpfelchen, was gut tut. Und deswegen haben wir das auch gemacht, weil wir einfach sagen, die Bedingungen hier sind sehr, sehr gut in der Türkei. Und wir haben halt im Wuppertal, die Witterungsbedingungen sind natürlich nicht so, wo wir sagen können, wir können uns optimal auf das erste Meisterschaftsspiel vorbereiten. Und das war trotz starken Regens die letzten Tage. Sind die Plätze im Top-Zustand und ja, macht nach wie vor, auch wie im Sommer, einfach Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Magst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen? Jetzt haben wir über die Mannschaft gesprochen, über das Drumherum. Der WSV weiter auf dem Wege der Professionalisierung, auch, sage ich mal, im Bereich, der nicht nur die Mannschaft betrifft, sondern auch das Drumherum? Ja, da sind wir jetzt ja, seitdem ich, denke ich, beim WSV bin, haben wir ja da schon einige Schritte vorangetrieben und wir werden dort immer besser und ich denke auch, das, was die Mannschaft leistet, das hilft bei allen Sachen natürlich extrem und so müssen wir weitermachen. Wir haben noch nicht viele Rückschläge gehabt, das muss man auch ganz klar sagen, oder ich hatte sie zum Glück noch nicht, seitdem ich beim WSV bin und darüber freue ich mich natürlich, aber ja, so wollen wir weitermachen. Wir wollen uns breiter aufstellen und wollen natürlich ja, noch breiter, was Team, was Funktionsteam, was so drumherum alles anfällt, natürlich schon breiter aufstellen, ja. Ja. Ausblick, jetzt geht es ja, das ist der letzte Test vor dem großen, wichtigen Spiel gegen die große Konkurrenz dann in Essen an der Hafenstraße. Wie blickst du auf das Spiel in einer Woche und einem Tag? Ja, ich denke, man sollte das Spiel jetzt auch nicht überbewerten. Es hört sich ja fast immer so an, dass wir ein Endspiel haben. Es ist kein Endspiel. Natürlich spielt der Erste gegen den Zweiten. Fortuna Köln hat noch zwei Spiele weniger. Das sollte man auch alles nicht oder sollte man berücksichtigen. Von daher sage ich, ist natürlich ein Knallerspiel zum Auftakt nach der Winterpause und leider ohne oder mit wenig Zuschauer, mit 750. Das Spiel hätte natürlich ein ausverkauftes oder eine ausverkaufte Hafenstraße verdient gehabt. Und auch unsere Fans, wir hätten natürlich in Essen, so wie ich es auch schon oft gehört habe, eine mega Stimmung gemacht. Leider können wir das nicht genießen, aber wir werden natürlich alles raushauen, um ja, natürlich unseren Fans, die dann hoffentlich auch am Bildschirm zahlreich vertreten sind, zu begeistern. Ja, um im Fußballjargon zu bleiben, den Ball flach halten, sowohl im Spiel gegen Essen als auch, sage ich mal, für den Rest der Saison trotzdem alles geben. Vielen Dank für deine Arbeit für den WSV und dass du dich jetzt auch meinen Fragen hier gestellt hast. Dankeschön, Stefan Küsters. Ja.